Liebe Schwestern, liebe Brüder, natürlich kann man mit einem gewissen Amüsement zur Kenntnis nehmen, was hier in der Apostelgeschichte geschieht. Wie pfiffig der heilige Paulus die Situation ausnutzt und die Gruppen, die er nur zu gut kennt, weil er zu einer selber gehört, gegeneinander ausspielt. Und am Schluss gibt es einen solchen Tumult, dass er aus dieser Auseinandersetzung heraus gerettet wird, weil man Angst hat, er wird zerrissen. Wenn wir allerdings das Wort des Evangeliums heute hören, wie Jesus in seinen letzten Stunden in diesem hohepriesterlichen Gebet, wie wir es nennen, um die Einheit betet und oft genug erleben, dass es nicht eine Situation aus der Apostelgeschichte ist, wo die jüdischen Gruppen und Autoritäten miteinander streiten, sondern dass Christen so miteinander umgehen, dann hört das Amüsement auf. Wer jemals in kirchlichen Konferenzen saß, an Gremien teilgenommen hat, der weiß, dass das, was hier zwischen Sadduzäern und Pharisäern stattfindet, nur ein leises Vorspiel war. Wer die Zerstrittenheit der Konfessionen und die Zerrissenheit der Christenheit kennt, weiß, was das bedeutet. Und es ist und bleibt schlimm. Heinrich Spähmann hat im Blick nicht nur auf die Einheit der Christen, sondern im Blick auch auf das Judentum. Dieser Blick muss uns ja auch schmerzen. Wir müssen, wenn wir Ökumene sagen, auch stets das Judentum mitdenken. Wir denken viel zu eng in diesen Fragen. Heinrich Spähmann hat den Vorschlag gemacht, dass es einen gemeinsamen Nenner geben könnte, indem er einen Gedanken äußert, der sagt, wir Christen sind viel zu schnell bei der Sache, zu sagen, das ist für uns ja erledigt, der Messias ist ja gekommen. Und die Juden sagen eben, nein, in Jesus von Nazareth können wir den Messias nicht erkennen, wir warten noch auf ihn. Ist für uns Christen wirklich die Sache erledigt? Natürlich wissen wir, dass Jesus der Messias ist und bekennen ihn als den Christus. Aber wir können ja schon fragen, warum feiern wir eigentlich einen Advent und bereiten uns auf das Kommen Christi vor, wenn das für uns erledigt ist? Das ist das Problem der Kirche heute und der Christenheit, dass die Sache erledigt erscheint. Aber sie ist nicht erledigt. Ja, Christus ist im Fleisch erschienen, ist gekommen, aber er wird wiederkommen. Etwas, was wir vollkommen ausblenden. Warum wir, die wir doch, wenn ich recht sehe, alle gefirmt sind, warum beten wir um die Gaben des Heiligen Geistes? Wir sind mit den Gaben des Geistes in der Firmung gesalbt worden. Warum halten wir eine Pfingstnovene? Ist das nicht widersinnig? Warum halten wir einen Advent, wenn Christus gekommen ist? Warum beten wir um Gottes Geist, wenn wir die Gaben bereits empfangen haben? Wir sind immer in diese Zwischensituation gestellt. Und es ist immer ein, wie Paulus sagt, ein Angeld für das, was ich erst einmal noch erfüllen muss. Und dass es nur ein Angeld ist, ohne damit dieses Angeld zu verkleinern, dass aber die letzte Erfüllung noch aussteht und wir zu warten haben, dass wir hier, wie Paulus immer wieder sagt, in der Fremde leben und erst in der Heimat ankommen werden, das ist eine Haltung, die uns Christen gemeinsam sein sollte und die uns eigentlich mit unseren älteren Geschwistern im Judentum verbindet. Das wäre eine gute Haltung, weil wir damit einen sehr guten biblischen gemeinsamen Nenner hätten. Vielleicht müssen wir viel mehr dorthin finden, uns nicht um diesen und jeden einzelnen Punkt zu streiten, sondern zu sagen, auf die eigentliche Erfüllung all der Verheißungen warten wir noch. Ja, der Geist ist uns als Angeld geschenkt, aber das Pleroma, wie Paulus sagt, die ganze Erfüllung, zu der sind wir noch unterwegs. Wenn wir dorthin kämen, an diesen Ausgangspunkt, an den wir immer gesteckt wären, dann könnte die Einheit wirklich wachsen. Das wäre, und da kann man Spähmann nur zustimmen, der rechte Mutterboden für das Wirken des Geistes, der allein die Einheit schafft. Und uns dann zusammen in der Einheit in die Vollendung
in das Licht Gottes führt.